Hallo, heute möchte ich ein Video machen, um zu zeigen, wie man ein kleines Spiel mit Flutter programmiert, ein 2D-Spiel. Und werde jetzt dazu erstmal natürlich ein Projekt anlegen, mit Flutter New Project wieder. Und nenne das jetzt My Tile Game. Es soll nämlich so ein Game werden mit einem gekachelten Level sozusagen. Ja. Okay, was ich dazu brauche, das werde ich dann gleich erklären. Das Projekt wird angelegt. Wunderbar, habe da meine Files dann irgendwo. Mein Lib-Ordner mit dem Main-Dart und wie immer dieses Test. Das können wir auch gleich mal wieder löschen. Dann habe ich hier nur das Main Dart. Und ja, ich werde dann jetzt verschiedene Dinge noch benötigen. Ne? Zum einen brauche ich natürlich die Grafiken für das Spiel. Die habe ich natürlich jetzt schon vorbereitet und werde die dann da einfach reinkopieren. Dazu wird dann ein Assets-Ordner angelegt. Und in diesem Assets-Ordner, da findet man dann hier die einzelnen Grafiken. Ich kann das jetzt hier mal durchgehen, was man eben hier hat. Hier hat man so ein File, das nennt sich Tiles.png. Das sind quasi meine Kacheln, aus denen ich den Spiellevel aufbaue. Also das sieht jetzt so aus wie so irgendwie, ja, ruinenmäßig quasi. Aber das sind im Prinzip 32 mal 32 Pixel große Kacheln, die ich dann quasi nahtlos ineinander fügen kann. Ja. Da gibt es dann auch noch hier noch ein anderes File. Da habe ich dann irgendwelche Dinge, die ich dann quasi aufsammeln kann, irgendwelche Items. Die kann ich dann eben verteilen in dem Level. Und es gibt dann noch den Character, das ist dann quasi so ein Huhn. Das kann dann in dem Ding rumlaufen. Genau, das sind die einzelnen Phasen, wie sich das bewegen soll. Genau, dieses MazeTMX-File, wie man sieht, das ist so ein XML-File, das beschreibt den Level. Und das kann ich quasi bauen, indem ich so einen Level-Editor habe. Hier sieht man auch das File. Ich mache das einfach nochmal neu auf. Das ist hier in diesem, damit ich auch das Richtige nehme. My Tile Game, Assets, Tiles, dieses Ding hier. Ne? Genau, das mache ich mal auf. Und da sieht man auch, wie das aufgebaut ist. Ich stelle mal, um das besser erklären zu können, mal hier kurz um auf CSV und speichere das. Ja? Also man sieht hier in diesem Level Editor, den kriege ich übrigens aus dem Internet irgendwo, der ist frei verfügbar. Der nennt sich eben Tiled Map Editor.org, gibt es hier die Webseite. Da sieht man schon, da gibt es so verschiedene Beispiele, auch irgendwelche. Das wird schon relativ viel in so Spieleprojekten eingesetzt, irgendwelche Indie-Games. Und dieses TMX-Format, das ist auch lesbar in vielen anderen Game Engines. Ja. Also das heißt, das kann man auch ganz gut so verwenden. Aber wir können es natürlich jetzt irgendwo in Flutter natürlich auch einsetzen. Es gibt eben, wenn ich jetzt auf, gehen wir gleich mal pub.dev nochmal, es gibt nämlich auch ein Flutter-Plugin, das nennt sich Tiled. Und das kann diese TMX-Files parsen und lesen. Diese Game Engine, die ich daneben, die heißt Flame. Kommen wir gleich dazu. Genau. Ja, erstmal nochmal kurz zu dem Ganzen, wie der Level-Editor eben aufgebaut ist. Ich kann im Prinzip hier die Kachelbreite und Höhe bestimmen, hier 32 mal 32, kann auch oft 16 mal 16 sein, je nachdem. Und dann kann ich natürlich verschiedene andere Einstellungen machen und kann jetzt auch
einfach da anfangen zu zeichnen. Also ich muss hier referenzieren diese Tile-Sets, also das sind im Prinzip diese Kacheln. Ich stelle halt ein, dass die 32x32 Pixel sind. Dann kann ich hier zeichnen. Ich könnte jetzt hier mal zum Beispiel hier das mal zumachen und könnte dazu eben jetzt einfach so ein zusammenhängendes Wandstück auswählen. Könnte das jetzt hier so zumachen, was natürlich schlecht ist, weil ich da keine Verbindung mehr drauf habe. Dann in den anderen Bereich und deswegen mache ich das wieder auf, indem ich dann eben jetzt hier mal so diese Abschlussstücke hier aussuche. Und dann hier nochmal den Rasen, der quasi dann begehbar sein soll. Dann kann ich hier ein Loch reinmachen. Ich kann auch in das andere, in die andere Ebene, ich kann verschiedene Ebenen anlegen gehen und kann dann hier nochmal irgendwie Futter platzieren oder irgendwas. Ne? Genau. So, ne? Und dann, ja, dann habe ich quasi den Level entworfen. Ne? Kann da natürlich verschiedene, auch größere Level. Das ist jetzt nur mal, damit ich zeige, wie das überhaupt funktioniert. Kann natürlich andere Grafik nehmen, ist ja klar. Gute Anlaufstelle für Grafiken gibt es auch viele im Internet. Da gibt es hier so Open Game Art, heißt die Webseite. Game Art. Und das sieht man dann auch. Da gibt es zum Beispiel, wenn man sich inspirieren lassen will, oder auch wenn man frei verfügbare Grafiken sucht, da kann man eben, da gibt es viele solche über 2D-Art gibt es dann solche Plattformer oder irgendwelche Maps und so Teilmaps hier auch mit 16x16, Tiny 16 zum Beispiel. Da hat man dann quasi das Ganze in kleinere Kacheln. Da kann man dann halt solche Retro-Games quasi anlegen. Und das ist ja auch das, was wir hier machen wollen im Prinzip, genau. Okay, wir haben den Level. Wenn ich das jetzt, wie gesagt, speichere und ich habe ja vorher hier mal bei dem Map Properties das Ganze jetzt hier auf CSV mal gestellt, dann sieht man mal, um das mal zu sehen, wie der Level jetzt aufgebaut ist. Also dieses Maze.tmx ist eben ein XML-File und man sieht hier, also normalerweise arbeite ich ja selten mit XML jetzt, wenn ich Ressourcen beschreibe, also oder Layouts. In Flutter mache ich das ja nicht. Aber jetzt in dem Fall für diese Game Engine und weil das eben dieses Layer-Format ist, brauche ich eben so ein XML-File, dieses TMX-File. Und das heißt eben, der Root-Node ist eben Map. Da sind dann verschiedene Properties da, eben wie das Ganze eben Render Order, Write Down und so weiter, wie das Ganze eben überhaupt aufgebaut ist, breite Höhe und so weiter sehe ich hier. Die kann ich hier bestimmen, 20, 10 mal 20 ist das Ganze breit und hoch. Tile, Width und Height ist eben 32. Es gibt zwei Layer. Dann habe ich die Ressourcen hier eingebettet in solchen Tileset-Knoten. Und da gibt es dann eben ein Image Source Knoten, wo ich dann einfach mal quasi das Tileset selber festlege und dann eben das gleiche nochmal für diese einzelnen Items. Und dann kommt eben ein Layer und das ist jetzt der eigentliche Level. Und wie schon gesagt, der ist eben 10x20 groß und das sieht man jetzt, wenn ich hier diese Data habe und das Encoding auf CSV stelle, dann habe ich hier eben 10x20 einfach Nummern und diese Nummern beschreiben einfach diese quasi, welches Bild aus dem Tileset wird denn genommen. Also zum Beispiel das in der ersten Zeile, das zweite ist 1 und dann kommt 5 und wenn ich da eben jetzt in dem Teileditor nachschaue bei dem Maze, dann sehe ich auch, das erste ist eben das Rasenstück hier, das ist quasi das hier und dann kommt 5, das ist im Prinzip so ein Eck. Das ist, muss ich mal schauen, 1, 2, 3, 4, 5, das Eck, das kommt dann genau hier. Das heißt, das die dritte Nummer ist 5 und dann geht es weiter, dann kommt so ein horizontales Stück, das wäre dann 5, 6, 7, ne? Also das müsste dann da auch sein. Und tatsächlich 1, 5, 7, das ist quasi diese drei nebeneinander liegenden Kacheln. Ja, so ist das aufgebaut
Ähnlich ist dann auch der zweite Layer aufgebaut, wo ich dann eben in diesem Tileset mit diesen Items eben sage, wo welche Items liegen. Also 0 ist einfach für nichts. Ne? Das ist ja dann auch so, wenn ich da oben 0 reinschreiben würde, wäre da quasi auch leer. Ne? Das kann man natürlich auch machen. Genau. Um das jetzt ein bisschen effizienter zu speichern und überhaupt, um das eben lesbar zu machen, ist es das so, dass mein Parser gerne hätte, dass ich das Ganze eben nicht in CSV-Format ablege, sondern in Base64 und zwar zlib compressed. Das ist eigentlich das, was das ganze Ding will. Wenn ich das jetzt speichere, dann wird das eben mit Base64 zlib compressed eben hier abgelegt. Was das Ganze bedeutet, ist eben, dass das jetzt nicht binär kodiert ist, sondern Base64, das heißt, das ist irgendwo als Zeichen verfügbar und ja, wie diese Base64-Kompression funktioniert, möchte ich jetzt natürlich jetzt nicht im Detail erwähnen, kann man ja mal nachschauen. Also Base64 ist einfach, dass ich das Ganze nicht binär habe, sondern als Zeichen und die Kompression ist eben zlib, genau. Und dann bekomme ich da halt hier so einen Buchstabensalat, der eben meine komprimierten Level Zahlen eben ausdrückt, die kann ich halt jetzt hier nicht mehr lesen, aber mein Tiled-Parser kann die eben dann interpretieren. Ja, und jetzt brauche ich natürlich überhaupt mal, um da jetzt loslegen zu können, noch ein paar Dinge. Also ich habe jetzt hier meinen PubSpec-YAML-File natürlich. Und jetzt muss ich Folgendes machen. Ich brauche erstmal vielleicht Zugang zu meinen Ressourcen. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Also diese Tiles, diese ganzen Files, die möchte ich eben, dass die mit zusammen komprimiert werden in mein Projekt. Und das heißt, die muss ich jetzt irgendwo mal quasi hier mit einbinden und muss die da eben verfügbar machen. Das sieht man ja auch immer in den PubSpec-YAML-Files. Da gibt es hier so ein Beispiel, Assets, da muss ich eben diese Images zum Beispiel beschreiben. Und das mache ich jetzt hier einfach, indem ich diese quasi in Assets Tiles eben alle Files, auch das TMX-File und die PNG-Grafiken hier einbinde. Wenn ich speichere, dann quasi kennt er das schon auch. Ne? Was ich jetzt noch brauche, sind zwei Plugins. Und zwar, hier habe ich ja nur das Flutter. Was ich aber noch brauche, ist eben diese Flame Engine. Ja, und die kann ich hier einfach, indem ich mir bei Pub Dev die Flame Engine raussuche und die neueste Version hier mal einbinde. Genau. Das heißt, hier kommt es hier mit rein, die richtige Einrückung auch. Also quasi in diese Ebene von dem Flutter auch eingerückt. Und was ich noch brauche, ist dann noch eine weitere Erweiterung von diesem Flame, nämlich das Tiled. Und da vielleicht noch eine Anmerkung, falls jemand das Ganze in meinem hier Buch auch gelesen hat, da ist es ja auch erwähnt, das Ganze, in dieses Beispiel, das ich da aufbaue, da hat sich zwischenzeitlich was geändert, nämlich dass das vorher war das quasi integriert und jetzt ist es eben nicht mehr integriert und noch ein paar Kleinigkeiten. Also das, was ich hier zeige, das weicht zum Teil eben ab von dem, was ich in dem Buch eben erzähle. Funktioniert aber trotzdem und zwar deswegen, weil nämlich diese Versionsnummer, also wenn man hier die entsprechende Versionsnummer, wie es im Buch beschrieben ist, einbindet, dann lädt der aus dem Repository genau die Version, die auch funktioniert. Das ist ja immer das Schöne an diesen Repositories, dass das ja trotzdem dann noch funktioniert. Auch wenn ich quasi jetzt eine ältere Version beschreibe, ist der Code trotzdem lauffähig, weil ich ja genau die Version auch nehmen kann. Und so ist es eigentlich immer mit den ganzen Flutter-Sachen, dass die eigentlich immer funktionieren, auch wenn die Version eben abweicht, wenn es eine neuere Version im Internet gibt, dann funktionieren die alten trotzdem noch, weil die eben in dem Repository noch verfügbar sind. Also das ist eigentlich ein großer Vorteil auch von dem Flutter,
dass man nicht sagen kann, der Code, der ist irgendwie nicht mehr lauffähig in der Version. Also die, sagen wir mal, wenn ich irgendwelche Beispiele oder auch Software habe, dann ist es so, dass diese Paketabhängigkeiten eben ja noch bestehen mit den alten Versionen und das aber trotzdem funktioniert, weil ich eben diese alten Versionen noch zugreifbar habe. Also das heißt, Beispiele und auch Code aus dem Internet, der schon älter ist, funktioniert dann trotzdem noch. Ne? Das ist der große Vorteil bei dem Flutter. In meinem Fall müsste ich ja quasi jetzt das Buch updaten. Brauche ich in dem Fall jetzt nicht machen, weil, wie gesagt, das ja auch noch verfügbar ist. Aber ich erkläre das hier in dem Video natürlich jetzt trotzdem mal an der neuen Version. Und das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil, dass man natürlich irgendwo, wenn diese Sachen sich ändern, dass man sich dann zum Teil neu das Ganze anschauen muss, weil sich vielleicht grundlegend was ändern, also ändert. Ich habe jetzt im Vorfeld, wie ich das Video gemacht habe, halt auch erst mal schauen müssen, was hat sich denn da geändert, warum funktioniert das nicht mehr. Es ist zum Teil aber auch ein bisschen, also es wird meistens besser, muss man auch sagen, also dass die Sachen natürlich schöner funktionieren. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass das jetzt irgendwie ein bisschen einfacher noch geworden ist, Gott sei Dank. Aber also trotzdem, was im Buch beschrieben ist, ist eigentlich im Wesentlichen genau das, was ich jetzt auch erzählen will. Plus halt nochmal so eine Art noch einfachere Anwendung. Also das ist, ich möchte das quasi, das umfangreiche Beispiel im Buch, das ist jetzt zu groß, um das jetzt auch in einem Video zu erklären. Und deswegen nehme ich jetzt ein ganz einfaches Beispiel und deswegen sieht auch der Level jetzt relativ abgespeckt aus. Das ist einfach mal, damit ich irgendwo mal überhaupt was sehe, einen kleinen Level. Ich möchte das Prinzip einfach nochmal verdeutlichen. Also ich denke, dass das eine ganz eine gute Ergänzung ist zu dem, was ich auch in dem Buch erklärt habe. Und deswegen nochmal aufs Wesentliche quasi runtergebrochen, das Ganze. Ne? Ja. Okay. Jetzt habe ich im Prinzip die Ressourcen verfügbar gemacht, habe auch diese, wie man sieht, die Plugins verfügbar und kann dann eigentlich schon loslegen, das Ganze zu verwenden und versuche jetzt mal dieses Beispiel da Step by Step aufzubauen in meinem Main-Ordner gehe ich jetzt einfach mal rein und ich werde jetzt einfach mal so gut wie alles löschen. Also mal dieses ganze Ding rausschmeißen hier und werde jetzt hier einfach mal eine neue Klasse anlegen für das Spiel im Prinzip, ja, und nenne das jetzt mal irgendwie My Game meinetwegen, ne? Extends und jetzt von meinem Flame nehme ich Game und Auto Import from Package Flame Game tatsächlich. Das ist auch ganz schön, dass das funktioniert. Genau, da müssen wir noch die Library einbinden. Und dann einfach die richtige, da gibt es jetzt zwei, dann nehme ich jetzt mal die erste. Genau. So. Und dann nehme ich doch das andere. Das ist interessant, dass es da zwei gibt. Das obere ist natürlich vielleicht das einfachere. Nehmen wir mal das. So. Genau, das ist aber, glaube ich, im Wesentlichen dasselbe. Missing Concrete Implementations. Und da sehe ich schon auch, ich brauche zwei Methoden, Render und Update, die ich überschreiben muss. Das mache ich jetzt auch mal. Genau. Und schon sieht es besser aus. Grundsätzlich, wie das funktioniert, also diese, das Flame selber, das stellt mir zwei
hier Methoden zur Verfügung. Die eine heißt eben Render. Und in dem Render bekomme ich mit ein Canvas-Zeichenobjekt, auf das ich zeichnen kann. Ja. Also ich kann zum Beispiel hier, gibt es, wenn ich das Canvas, Punkt, mal schauen, was es da gibt. Da kann ich zum Beispiel sowas wie Draw Arc oder Draw Image, Draw Line und sowas, Draw Oval, Draw, irgendwelche verschiedenen Draw-Methoden habe ich da. Zum Beispiel, da kann ich dann ein Oval in dem, mit den Abmessungen von dem Rechteck zeichnen, mit einem gewissen, mit einer Farbe sozusagen. Paint ist Farbe. Ne? Und so ist das quasi aufgebaut. Das entspricht so ähnlich anderen Zeichen-Frameworks, die so einfach sind, wie meinetwegen Processing ist auch so ähnlich. Was natürlich irgendwo meiner Flutter-Philosophie irgendwo widerspricht, weil das Flutter ist ja so, dass das eigentlich eben mehr so diese Layouts mit Widgets beschreibt. Ja? Und jetzt kann ich plötzlich mit diesem Game-Ding, was auch ein Widget ist, ja, das kann ich quasi irgendwo platzieren und kann dann da drauf frei zeichnen. Das ist eigentlich jetzt eher so das, was ich nicht habe, normalerweise in Flutter. Es gibt aber auch trotzdem so eine Zeichenfläche, gibt es schon auch. Das nennt sich Custom Painter. Das ist so ein Widget, das ich auch habe. Das nehme ich in dem Fall nicht, weil im Prinzip das Game Widget ist so eine Art Erweiterung von dem Custom Painter. Das kann man auch sagen. Also das ist im Prinzip so ähnlich. Genau, und jetzt werde ich jetzt eben das Ganze mal vielleicht hier in Run App könnte ich jetzt mal das Ganze platzieren. Ich könnte jetzt hier mal ein Game machen. Und das mache ich jetzt einfach mal hier auch. Ich sage jetzt hier mal Game gleich G gleich New My Game und kann das Ganze dann im Prinzip auch schon irgendwo bei Run App als Parameter angeben, aber das Widget, das entsprechende Widget davon, das kriege ich unter g.widget und dann habe ich quasi schon mal so eine Art lauffähigen Code, weil ich erzeuge hier das Game, lege das quasi als App fest und schon habe ich quasi ein leeres Game. Ja. Was ja noch nichts macht natürlich, ne, weil ja irgendwie da gar nichts ist. Ich möchte auch vielleicht erstmal mir mal überlegen, wo habe ich denn überhaupt diese ganzen, wie breit und wie hoch ist das vielleicht überhaupt mein ganzes Bildschirmfenster und das könnte ich mir jetzt auch mal irgendwie erstmal quasi im Konstruktor mit festlegen. Und dazu hole ich mir mal diese quasi Breite und Höhe von meinem ganzen Gerät. Und das möchte ich ja vielleicht irgendwo auch noch irgendwie wissen. Und da gibt es jetzt auch bei Flame, bei dem Flame Game, da gibt es diese das muss ich natürlich auch erstmal einbinden. Ne? Das heißt, ich muss jetzt insgesamt einmal das Flame selber einbinden. Flame. Und überhaupt einmal grundsätzlich das Flame Dart hier. Ne? So, genau, das binde ich mal ein. Und bekomme dann hier so diese Util.
quasi nützliche Dinge, statische Methoden. Da gibt es zum Beispiel Initial Dimensions, die kann ich mir holen, Future Size, also das heißt, ich bekomme die in der Zukunft erst und um die eben jetzt auszuwerten, mache ich eben, also ich hätte gerne diese Dimensions E Size, dem ist gleich und jetzt müsste ich entweder mit Then arbeiten oder mit Await und ich warte drauf sozusagen. Ich warte auf diese Dinge, um das jetzt lauffähig zu machen, wenn ich das Await verwende, brauche ich natürlich irgendwo auch ein Async und das kann ich jetzt hier einfach ganz simpel in das Main mit reinmachen. Ne? Genau, das heißt, jetzt ist das Async und da wartet er quasi, da blockt er in dem Main trotzdem, in dem Rumpf von der Methode Main eben, und wartet auf diese Initial Dimensions, genau. Um das überhaupt jetzt dann grundsätzlich nochmal, das sind immer so quasi ein bisschen Settings, die ich machen muss. Ich muss jetzt noch sagen, okay, ich möchte jetzt überhaupt mal warten, bis das ganze Flutter initialisiert ist. Das ist auch ganz günstig. Das sagt immer manchmal, dass ich das eben machen muss, auch wenn ich das starte Widget. Flutter Binding gibt es hier. Punkt Ensure Initialized. Das heißt, ich möchte jetzt eher schon mal gucken, dass das Ganze initialisiert ist. Dann hole ich mir die Dimensions, dann lege ich das Game an. Das Game bekommt jetzt einfach mal, würde ich sagen, einen Konstruktor und auch so eine, die Dimensions eben als Properties mit drinnen. Und das lege ich hier mit an. Ich sage jetzt hier einfach Size Dimensions. So, ne? Und mache den Konstruktor myGame und initialisiere diese sys.dimensions auch mit und möchte dann vielleicht noch ein paar andere Dinge machen, so Settings von meinem Spiel und deswegen lege ich da jetzt einfach mal auch einen Rumpf an für den Konstruktor und der bekommt jetzt hier natürlich mit die Dimensions. Und dann habe ich die schon mal verfügbar. Genau. So, also jetzt passiert da eigentlich auch noch nicht viel. Und jetzt als nächstes vielleicht möchte ich mal überhaupt mal diesen Tiled Level laden und mal darstellen in dem Spiel. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Und deswegen könnte ich jetzt auch mal, ich kann, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, der Einfachheit halber, ich mache ja wie gesagt so eine Art quasi Minimalbeispiel, lege ich mir jetzt eine globale Variable an, Tiles, also das sind im Prinzip diese Tiles, die ich eben laden will und das muss ich natürlich auch einbinden. Ich muss jetzt hier das Flame Tiled einbinden und um das überhaupt hier verfügbar zu machen. Und genau, macht das jetzt so. Passt auch. Und jetzt möchte ich die eben mal laden, die Dinge. Ja. Also das heißt, das kann ich ja hier gleich auch mit rein machen. Ich sage jetzt Tiles gleich, nachdem das ja eh async ist. Oder in dem Fall brauche ich es ja gar nicht. Ich mache jetzt hier einfach mal mit new oder auch ohne new, das kann ich ja immer weglassen als Keyword, lege ich ein Tiled Objekt an und sage dann, was hätte ich gern für ein Level geladen und das ist ja dann mein Level, der heißt der maze.tmx. Den habe ich ja hier eingebunden, auch in dem PubSpec YAML zur Erinnerung ist er ja auch schon da, na, da ist das hier schon auch maze.tmx verfügbar und deswegen kann ich den hier laden. Das teilt, hätte dann gerne noch eben eine Größenangabe und zwar für die Tiles. Und das heißt, das könnte ich mir jetzt vielleicht auch mal irgendwo gleich mal in so eine Konstante legen. Äh, 32, sowas.
dass ich das einfach mal anlege. Und dann könnte ich jetzt hier einfach die Rasterbreite und Höhe mit übergeben. Size-Objekt. Und das ist eben hier Raster, Raster, breit und hoch. Und dann müsste eigentlich das Ganze schon laden. Müsste funktionieren. Int, okay. Ja, mag er nicht, dann machen wir halt 32.0. Genau, jetzt hat. Also, wir sehen es ja noch nicht. Wir haben aber grundsätzlich jetzt quasi das geladen in dieses Tiled. Diese Variable Tiles vom Typ Tiled. Und jetzt muss ich eigentlich das Ganze im einfachsten Fall nur noch zeichnen. Das heißt, ich müsste jetzt in der Render-Methode das Ganze einfach versuchen, mal darzustellen. Das können wir jetzt einfach mal machen, indem ich hier in diese Render-Methode gehe und da einfach Tiles Punkt Render und er erwartet ein Canvas-Objekt, auf das er zeichnen kann. Logischerweise. Und das müsste einfach mein Canvas-Objekt sein. So, und das müsste eigentlich jetzt funktionieren. Ich speichere das mal. Versuche das jetzt einfach mal zu starten. Werde dazu mal meinen Handy-Simulator eben nehmen und dann mal ein bisschen warten. Und so. Das Ganze funktioniert, sollte da jetzt auch dann irgendwann eben eine Map erscheinen, ne, auf meinem Fensterchen, wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe. Ne. Also wie gesagt, der Anfang dauert ja immer einmal, bis er das dann da mal hochlädt. Mit dem Hot Reload ist immer so eine Sache auch. Das funktioniert manchmal. Jetzt hat er hier einen Fehler. Able to load Asset, Flutter. Assets, warum habe ich dann irgendwie vergessen? Assets, Images, Tiles, PNG. Ach so, okay. Der erwartet jetzt da irgendwie Images teilt. Und zwar mal gucken. Wahrscheinlich habe ich in meinem Tiles. Das ist immer da, ist vielleicht auch ganz eine gute Sache. Da gucke ich mal hier nach. Wo der Fehler jetzt liegt, und zwar Tiles PNG ist das File hier in meinem, genau deswegen habe ich das nämlich, und hier hat er eben Assets Images Tiles, hat er hier nicht, und ich glaube, das habe ich nämlich deswegen immer doppelt gemacht. Ich habe jetzt im Prinzip, ich mache das jetzt einfach so, dass ich das nochmal anders aufbaue. Ich lasse das, ich kopiere mir die einfach nochmal in der Images. Das ist ein bisschen doppelt. Aber das ist vielleicht auch ganz interessant, weil er nämlich, das geht glaube ich nicht anders, weil der hätte gern die Images in einem Ordner Images. Und aber mein Teil-Editor und das TMX-File, das referenziert auf die Dinge im gleichen Ordner und nicht im Images-Ordner. Deswegen wäre es jetzt ganz simpel, indem ich sage, ich kopiere mir die einfach nochmal rum in den Images-Ordner. Das heißt, ich mache das folgendes: Ich nehme diese Tiles und kopiere mir die einfach nochmal in den Images-Ordner rein. Und da habe ich jetzt hier so das Ganze jetzt nochmal kopiert. Moment, mein Ordner Assets. Ich habe jetzt hier nochmal einen Images-Ordner angelegt. Also ich habe das jetzt dupliziert hier. Im Tiles-Ordner liegen die halt nochmal drin, damit das TMX-File auf die zugreifen kann und das Images, da liegen die
Dinge für das Paket sozusagen drin, ne? Und jetzt habe ich das ja nochmal geändert. Speichere das Ganze, da macht er normalerweise nochmal pubget. Jetzt müsste das wieder passen. Und jetzt könnte ich das Ganze nochmal versuchen und stoppe das erstmal. Und dann geht es nochmal los. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt klappt. Ich schiebe mal das jetzt auch mal vielleicht daneben hin. Dann können wir das auch mal gleich gucken, ob das Ganze dann funktioniert und klappt. Genau. Ansonsten, ja, mal schauen. Wunderbar, und da ist schon der Level. Ne? Das heißt, funktioniert er dann doch. Und so kann ich jetzt den Level schon mal zeichnen. Ne? Das ist ja schon mal ein Erfolg. Wie gesagt, ich könnte natürlich jetzt hier logischerweise irgendein Bild machen, das genauso aussieht. Aber man darf ja nicht vergessen, dass das jetzt wirklich ein Teil Map ist, aus einzelnen gekachelten Grafiken mit verschiedenen Ebenen, und da kann ich natürlich dann wirklich das Ganze größer machen und da wirklich ein Spiel draus formen. Also das heißt, das ist ja jetzt nur quasi das Hallo Welt Beispiel sozusagen. Genau. Was brauche ich jetzt noch? Also ich hätte ja jetzt gerne so dieses Hühnchen da drauf zum Laufen gebracht. Und um das jetzt überhaupt mal laufen zu lassen, vielleicht mache ich mir dann noch sowas wie so ein Inam, wo ich die Richtungen einfach festlege, in die das Huhn laufen kann. Und die nenne ich jetzt einfach Left, Right, Up, Down und None. Und damit ich jetzt einfach mal quasi was habe, ich könnte nicht ja Zahlen nehmen oder was weiß ich, um die Richtung zu definieren und das Ganze als Konstante, aber dazu gibt es ja diese Enums. Und dann lade ich quasi auch das Hühnchen und das hat natürlich auch noch mehr, ne, in meinem Spiel. Also der Charakter ist das Huhn und das hat natürlich irgendwo eine Position auf dem Level. Int xPose, yPose. Int. Ja. Und das kann ich ja mal irgendwo hinsetzen. Das heißt, da wo Platz ist, vielleicht irgendwie auf eine Kachel. Also das sind die Kachelpositionen, die ich da eben festlege. Jetzt nicht die Pixelpositionen ist das x und yPose, sondern das ist eben diese Kachelposition. Und in meinem Konstruktor kann man die mal vielleicht auf 5, 5 legen oder so. Ne? Da müsste Platz sein. Keine Mauer am besten nehmen, wo das sitzen soll, das Huhn am Anfang. Okay. Und jetzt brauche ich die einzelnen Grafiken für das Huhn. Ne? Und das ist jetzt auch so, dass ich jetzt die Grafiken laden muss und die sind ja aufgebaut aus einzelnen Grafiksequenzen. Ne? Das können wir uns hier mal anschauen. Das heißt, das Huhn, das nach links läuft, das hat einmal das eine Bein vorn, einmal das andere. Das nach rechts läuft und das nach links läuft, eben hat die auch erst das rechte Bein vorne, dann das linke und entsprechend auch das Huhn, das nach unten läuft, hat eben jetzt dann auch erst das linke Bein vorne, dann das rechte und so weiter. Na, dann nach oben erst das rechte, dann das linke und so weiter. Und da unten, das ist quasi dann nochmal so eine Do-Nothing-Animation, die könnte man dann natürlich auch verwenden. Ne? Also nochmal ein bisschen größer. Da sieht man das ganz gut. Okay. Ja. Das Ganze wird jetzt eingebettet.
Hier auch, ne? Also das, ich werde jetzt quasi hier die ganzen Grafiken eben dann laden. Und zwar brauche ich da noch ein Animation Package, das ich einbinde von Flame. Genau, das machen wir jetzt hier mal. Import. FlameAnimation.dart hier. Und da sieht man schon, es gibt da mehr Animation-Dinger. Und deswegen werde ich das jetzt quasi, was da Namenskonflikte gibt, Animation.dart as, also quasi irgendwo an einen, also das Paket irgendwie als bestimmten Namen benennen. Ich nenne es jetzt einfach mal wirklich Animation auch. Also dann wäre der Unterschied Animation.Animation wäre dann mein Flame-Paket und anderes Animation hätte ich dann trotzdem noch verfügbar. Zum Beispiel meine ganzen anderen Dinge, die es eben bei Flutter auch noch gibt. Okay, und dann kann ich da eben loslegen und könnte jetzt sagen, okay, bei dem Game, da gibt es jetzt verschiedene Huhn-Animationen. Ne? Das heißt, die haben den Typ jetzt Animation.Animation. Und dann gibt es eben Huhn R, also für rechts, Huhn L, Huhn U, Huhn Down und dann Curl für das aktuelle, also das sind die, das Einzelne sind eben die, die ich lade und das aktuelle, die aktuelle Animation, die eben gezeigt wird, ist das Huhn Kurr sozusagen. Ne? Genau. Also, so, ne, mal speichern. Ich muss die natürlich noch laden. Und irgendwie wird halt das Huhn Kurr irgendwie gezeichnet am Schluss. Ne? Das kann ich ja auch schon mal quasi machen, indem ich das da vorbereite bei dem Render. Also das Huhn Kurr wird quasi das, das, die Current Animation. Und das wird dann im Prinzip hole ich mir erst einmal den Sprite mit Get Sprite. Den muss ich vorher laden, die Sprites. Also Sprites sind im Prinzip diese quasi bestimmte Größe Grafikteile. Ne? Also die, so ein typisches Wort eben für so solche ja, Grafikteile, die ich eben am Bildschirm rumschieben kann. Ne? Und dann rendere ich das Ganze. Render Position auf eine Position. Genau, und da muss ich angeben den Canvas, wo ich es rauf rendern will. Und dann einfach noch die Position. Und zwar als Position. Das ist auch so ein 2D Vektor in Pixeln. Und die gebe ich natürlich an, abhängig von meiner X-Pus und Y-Pus. Und nachdem das ja die Kachelpositionen sind, muss ich die irgendwo noch mit dem multiplizieren, mit diesen Rasterkonstanten, auf was ja 32 Pixel sind. Das heißt, ich muss ja sagen, welche Kachel und dann welche Position. Also nehme ich das dann eben mal Raster. Das Ganze hier auch. Genau. So, und bricht er dann auch schön, wie man sieht. Jetzt muss ich noch Position einbinden. Ist ein Defined. Das heißt, genau, Position ist eine, macht er mir, schlägt er mir jetzt nicht vor, eine Klasse, die gibt es eben in dem Flame. Also das heißt, in dem Flame, das ist so eine 2D-Vektor-Implementierung, die in diesem
in dieser Game Engine vorkommt. Flame, also ich kann da einmal raten, Flame Position Dart. So, jetzt, ne? Genau. Jetzt habe ich das auch. Das heißt, da ist jetzt kein Fehler drin. An sich, GetSprite was called on null, weil es ja noch nicht gibt. Ne? Das Hündchen muss ich ja nur laden, ist ja klar. Zumindest hat es mit diesem Auto Reload, eben Hot Reload, schon ganz gut geklappt. Und jetzt lade ich mal ein Huhn. Einfach mal, dann nehmen wir mal das rechte Huhn sozusagen. Ne? Das muss ich jetzt im Konstruktor einfach mal versuchen zu laden. R ist gleich meine Animation. Lege ich an. Und da gibt es jetzt quasi, ich möchte ja links und rechts die Beine vorn haben. Und die kann ich quasi als Sequenz laden. Und da gibt es verschiedene Methoden. Zum Beispiel Variable Sequence, das heißt, ich kann variable Länge, wie lang soll das Bild erscheinen, da kann ich so wie so einen Zeichentrickfilm quasi machen. Also ich kann da sagen, okay, ich lade jetzt das Ding. Image Path ist dann, welches ist es dann? Das ist natürlich dieses, das hier, das Bild. Chicken PNG, das heißt, das nenne ich jetzt einfach so. Genau, so. Wie viele Bilder sind es hier? Ne? Amount. Ich mache jetzt hier einfach mal vielleicht einen Umbruch, dann kann man das hier schön lesen. Amount. Nehmen wir mal zwei Bilder natürlich. Ne? So. Und dann muss ich aber noch mehr definieren. Da gibt es ja hier, wenn ich drüber schaue, noch mehr Sachen, die ich eben angeben kann. Also Amount, Step Times, das ist im Prinzip, wie lang soll das jeweilige Bild, also wenn es zwei Bilder gibt, wie lang sollen die eben erscheinen. Das ist in dem Fall egal. Also ich möchte ja quasi keine selber ablaufende Animation haben, sondern ich möchte das quasi umschalten, wenn ich laufe. Ne? Aber trotzdem kann ich da quasi als Liste die Zeit angeben, Step Times. Das heißt, ich gehe da jetzt einfach mal rein und sage hier 1,1 Sekunden oder so. Ne? Genau. Und jetzt muss ich aber auch sagen, wo sind denn die Bilder überhaupt? Ne? Also wo geht es denn da los? Ne? Also und da muss ich auch mal gucken, mein Huhn rechts ist quasi, das geht ja dann hier los. Ne? Das ist quasi am Eck. Das ist das erste, das ist das zweite. Da läuft das Ganze eben nach rechts. Und da gebe ich einfach als Position 0 an, ne? Weil das eben hier, da gibt es hier Texture X. Machen wir 0, Texture Y auch 0. Und da muss ich noch sagen, wie breit und hoch ist das einzelne Ding selber. Und da gibt es hier noch Texture Width. Und da machen wir eben 32. Dann nehme ich wieder mein Raster-Ding, diese Konstante. Und Texture Height, auch Raster. So, ne? Und das war es eigentlich dann. Ne? Das war im Prinzip die Angabe von meinem ganzen Ding. Vielleicht umbrechen wir das nochmal, damit das jetzt hier so, ne, damit es ein bisschen hübscher ist. Und jetzt könnte ich aber zum Beispiel auch schon sagen, mein aktuelles Hühnchen ist eben dieses Rechtshühnchen. Und dann könnte man das ja schon mal eben, müsste das ja schon fast sichtbar sein. Also ich mache jetzt Huhn Kur gleich Huhn R. Das ist das Einzige, das ich eigentlich habe. Ne? Erstmal speichere mal. Ich werde das Ganze, Moment, muss mal gucken, einfach nochmal neu starten. Ups. Mal gucken, ob es dann erscheint. Also manchmal ist es so, dass die Sachen natürlich leider
nicht sofort funktionieren mit dem Hot Reload, weil den Konstruktor eben ja nur einmal im Prinzip hier startet. Ich kann aber hier schon mal auch verschiedene andere Hühnchen noch anlegen. Also das rechts habe ich ja. Ich könnte natürlich jetzt dann die anderen oben unten auch machen. Mal kurz gucken, ob da was. Und da ist es schon. Da ist das Hühnchen tatsächlich auf dem Bildschirm. Das ist ja schon mal quasi ein gewisser Erfolg. Ja, und jetzt mache ich eben vielleicht das Ganze noch öfters. Das heißt, ich mache jetzt das linke Huhn und da schauen wir uns mal das Bild nochmal an. Das linke ist quasi jetzt nicht mehr, da ist der Startpunkt nicht hier, das sind zwei Bilder, aber das geht eben hier los bei 64 quasi. Ne? Also da ist die Ecke von, da beginnt das erste, die erste Grafik und das heißt, ich mache hier eben das Ganze nochmal. Ich nenne das jetzt Huhn L. Wieder das gleiche, zwei Bilder, eine Sekunde. Das Einzige, was sich unterscheidet, ist eben jetzt, dass ich es eben 64 rüberrutsche und ich schreibe hier einfach 64 rein oder macht es eben abhängig vom, das ist quasi das 0, 1, zweite Bild, 2 mal Raster, so könnte ich es auch schreiben, damit ich das quasi ein bisschen abhängig mache von meinen ganzen anderen Dingen. Links, rechts. Down up brauchen wir noch. Und das Ganze machen wir jetzt eben auch für die anderen. Das heißt, jetzt machen wir down. Und da ist die Grafik eben die andere hier. Das ist dann hier die, die hier. Ja, das, die fängt dann bei Y32 an. Und das sind die zwei. Huhn down. Und da mache ich jetzt bei Y eben 32 rein. Oder halt Raster. Falls ich das Hühnchen mal größer machen will oder so. Einmal Raster, ich könnte es natürlich ja irgendwie auch. Und dann haben wir noch das andere, das ab. Das haben wir auch noch. Und das liegt eben jetzt auf hier, ne? Also das heißt 64, 32. Und das Ganze eben 64 rüber oder 2 mal Raster und runter nur einmal Raster. Genau, wunderbar. Ne? Jetzt habe ich im Prinzip das Hühnchen viermal geladen. Formatiert bin das jetzt auch noch ein bisschen anders. Ich zeichne ja nur eines gerade. Das ist das aktuelle Huhn, das eben an der, also dieses Huhn-Kur. Ne? Das ist eben das. So, und jetzt möchte ich hier, was ja noch fehlt, ist das Ganze jetzt irgendwo beweglich zu machen. Ne? Also das heißt, ich möchte natürlich irgendwo das Ganze jetzt durch den Level steuern. Genau, und dazu brauche ich noch, binde ich jetzt ein, Gestensteuerung. Ne? Also das heißt, ich nehme jetzt hier Gestures und dann nehme ich hier auch die Flame Gestures, ne? Das heißt, die möchte ich gerne haben. Und das ist jetzt relativ simpel zu machen. Das ist also, wie gesagt, war vorher nur ein bisschen komplizierter in dem, was in dem Buch das Beispiel ist. Aber es ist jetzt wirklich einfacher geworden. Ich nehme jetzt hier einfach das Gain und verwende da ein sogenanntes Mix-In. Also ich kann ja keine Mehrfachvererbung machen, aber ich kann ja sowas Ähnliches machen. Nämlich, ich kann quasi eine weitere ja, Klasse einbinden im Prinzip.
Wie gesagt, das Stichwort ist Mix-in. Mix-in sind quasi auch Klassen, wo ich dann auch davon erben kann. Aber im Gegensatz zu denen, wo ich mit Extents arbeite, kann ich bei den Mix-ins eben kein, die haben keinen Konstruktor. Das heißt, die können nicht über den Superkonstruktor dann noch initialisiert werden. Und ich kann auch quasi von Mix-ins keine quasi Instanzen bauen. Das ist der Unterschied. Dann habe ich eben die Probleme vermieden, die es normalerweise gibt bei den Mehrfachvererbungsgeschichten. Und also ich binde die nicht mit Extents ein, sondern mit With. Ja. Und dann nehme ich den Tap-Detektor. Müsste eigentlich jetzt With natürlich so, ne? Genau. Das heißt, der Tap-Detektor, der sorgt dafür, dass ich eben im Prinzip die Gesten erkennen kann. Und das kann man eben so lesen, wenn man hier diese Zeile hat, dann hat man My Game, Extends Game with Tap Detector. Das heißt, also das ist natürlich eine Subklasse von Game, benutzt aber quasi noch als weiteren Aspekt sozusagen den Tap Detector. Und wenn ich das jetzt mache, dann passiert erstmal nichts, weil ich muss natürlich irgendwo auch noch den Tap Detector irgendwo verwenden. Und das mache ich jetzt auch, indem ich sage, on tap down gibt es dann quasi. Na, ich kann jetzt halt hier halt hold on tap genau, also das heißt on tap down. Die Methode, dieser Tap-Detektor mir zur Verfügung stellt. Und da bekomme ich eben was mit. Nehme ich einfach mal diese Event-Geschichten. Er sagt jetzt auch, okay, passt, da wird überschrieben. Tap-Down-Details bekomme ich da. Das kann ich vielleicht noch hinschreiben, damit ich hier auch Autovervollständigung habe. Tap-Down-Details, oder? So. Genau. Jawohl. Und bekomme dann eben verschiedene Informationen, zum Beispiel die Position, was er eigentlich gerne hätte. Ne? Das heißt, ich hätte gern die Position meiner Berührung mit dem Finger oder auch mit dem. Ich kann jetzt hier einfach mal Print Tab machen, Doppelpunkt. Und mir das Ganze mal ausgeben lassen. Und diese Positionen, die kriege ich eben jetzt hier auch. Kann man es mal kurz vielleicht anschauen. EVT. Global Position. Schaut ja schon mal ganz gut aus. Ne? Das können wir ja mal machen. Speichern. Mal schauen, ob ich das jetzt nochmal neu laden muss. Ja, sieht so aus. Genau, das heißt, das Ganze kommt jetzt nicht mit dem Hot Reload, weil ich da schon wieder zu viel geändert habe. Ne? Also, ja, gut, ne? Das heißt, ich speichere das. Mal schauen, ob es dann geht. Nee. Stoppt das Ganze. Lade das nochmal neu. An sich kann ich ja schon mal weitermachen. Ne? Das heißt, ich möchte irgendwo erstmal rauskriegen, welche Richtung soll das Ganze laufen. Ne? Schauen wir erstmal, ob es hier überhaupt reagiert. Ich kann jetzt hier mal, jawohl, jetzt kommt hier Tab Offset. Und dann bekomme ich dann wieder mal eine neue Art von 2D-Vektor. Also nicht Position, sondern Offset ist eigentlich das gleiche. Habe ich quasi X und Y in so einer 2D-Vektorform.
Beschreibung, genau. Also das heißt, ich kriege da die Position. Und jetzt möchte natürlich irgendwo gucken, wo er denn hinläuft. Und dazu möchte ich wissen, ob er links oder rechts von dem Hühnchen eigentlich quasi, ob ich links oder rechts von dem Hühnchen oder oben oder unterhalb von dem Hühnchen mit dem Finger drauf getappt habe, ja, geklickt, getappt. Und deswegen, das muss ich mir quasi jetzt irgendwie mal rausrechnen quasi, ne? Und ich mache das jetzt ganz simpel, indem ich sage Double DX. Also die Delta X ist, wo ist mein Huhn? X-Pos mal Raster. Da ist das Huhn. Und davon subtrahiere ich jetzt diese Position. EVT.GlobalDX. Ja. Also das DX ist quasi positiv, wenn ich rechts vom Huhn tippe und negativ, wenn ich links vom Huhn tippe. Ja? Eigentlich klar. Das Ganze mache ich mit Double DY auch. So. Genau, dann habe ich das Ganze eben, wenn ich über das Hühnchen tippe, dann ist die Y kleiner als 0 und ansonsten ist es größer 0. Das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und jetzt möchte ich natürlich schauen, weil ich kann ja also diagonal ein bisschen tippen, so ein bisschen schräg vom Hühnchen. Da möchte ich jetzt mal gucken, wo habe ich denn mehr, in welche Richtung habe ich quasi mehr tendiert zum Tappen, also mehr so links, mehr oder mehr nach unten. Ne? Also mehr horizontal oder mehr vertikal. Also habe ich mehr so links oder rechts vom Huhn getippt. Also wenn ich jetzt so schräg tippe, dann möchte ich ja, muss ich ja irgendeine Richtung aussuchen. Und da habe ich mir Folgendes überlegt. Ich sage einfach sowas wie if dx.ups gibt es als quasi. Der Betrag, ne? Größer die Y-Punkt ups, also das heißt, wenn quasi der Betrag von x größer ist als der von y, dann habe ich im Prinzip mehr Richtung horizontal, ne? Getippt. Horizontal, ne? Genau. Und dann könnte man einfach sagen, eine Richtung, ne, könnte ich mir noch überlegen, die habe ich ja eh schon. Das heißt, ich sage, das dir d gleich dir Punkt, am Anfang haben wir auch keine Bewegung, non. Das ist ja dieses Inam, das ich angelegt habe. Und ansonsten sage ich, okay, ich bin horizontal, jetzt muss ich bloß noch schauen, ob es links oder rechts, also sich bewegt. Ich sage jetzt hier, if dx nicht ups, sondern größer 0, also wenn es quasi positiv ist, dann lauf doch bitte nach rechts. Und da sage ich dann d gleich dir Punkt oder andersrum, aber ich möchte ja quasi, das Huhn soll ja dahin laufen, wo der Finger ist und nicht davon weg. Left. Und ansonsten
eben write d gleich dir.write. Genau, das ist quasi das erste if. Links, rechts, und dann muss ich natürlich noch unterscheiden, ob es horizontal oder vertikal ist. Else, dann machen wir jetzt hier vertikal. Und dann mache ich das gleiche nochmal. Also ich sage dann hier einfach, wenn es y, das können wir jetzt einfach mal hier rein kopieren, größer 0 ist, und dann machen wir hier eben up und down entsprechend. Ne? Genau. Up und down. Jo, und jetzt muss ich natürlich, also jetzt habe ich diese Enums verwendet. Jetzt möchte ich natürlich irgendwo mal gucken. Wohin es läuft, da habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe diese Enum. Und jetzt muss ich natürlich noch Folgendes machen. Ich muss jetzt die Position des Hündchens verändern und die Grafik natürlich. Ne? Also, und dann auch vielleicht das linke oder das rechte Beinchen vorstellen. Aber das wäre jetzt, glaube ich, dann auch schon fast ein wenig viel. Das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt hier einfach, nachdem ich das Ganze hier rausgefunden habe, eben checken, ist es links, rechts, oder halt oben, unten. Genau. Okay. Und dann werde ich das jetzt mal machen. Das heißt, hier sage ich einfach if d gleich dir Punkt right, zum Beispiel, wenn jetzt nach rechts läuft, mache ich eigentlich Folgendes: das Huhn kur, also das aktuelle Huhn, ist gleich Huhn Punkt Huhn R, und die X-Position ändere ich noch. Ne? X-Pos plus gleich 1, also die Kachel wird um 1 erhöht. Huhn. So. Right, und das Ganze für Left, Up und Down auch. Und dann müsste eigentlich nur noch das Update auch machen. Ja, genau, das können wir. Ja. Also, ich kopiere mir das jetzt einfach mal. Left. Up. Down. So. Und dann müssen wir halt right. Left. Das Ganze immer ändern, natürlich. Up und down. Die. Genau, und da muss ich noch die Positionen entsprechend ändern. So, müsste eigentlich jetzt schon funktionieren irgendwo. Ich speichere das Ganze mal ab. Hopsa. Hier, wenn ich jetzt hier tab. Genau, verkehrt rum. Ne? Doch, habe ich doch. Links, rechts geht.
Und up-down ist jetzt verkehrt rum. Weil da oben und ab. So, jetzt dann. Genau, jetzt funktioniert es im Wesentlichen. Ich gehe nach unten, gehe nach oben. Die Grafik ist jetzt hier nur verdreht. Von up down die Grafik drehen. Also wahrscheinlich habe ich da oben die falschen Grafiken halt zugeordnet. D und U, machen wir es halt andersrum. U und D. So, also egal. Muss jetzt wahrscheinlich nochmal neu laden, weil er jetzt den im Konstruktor natürlich das erstmal initialisieren muss. Das andere hat er ja anscheinend jetzt mit Hot Reload schon gemacht, mit dem Tab. Genau, im Wesentlichen kann ich halt jetzt das Huhn bewegen. Und jetzt hätte ich noch gern Folgendes. Ich hätte gerne sowas nach dem und Tap Down. Er soll natürlich nicht durch, das Huhn soll nicht durch Wände laufen dürfen. Ne? Und das heißt, das muss ich natürlich auch noch fixen, indem ich sage, okay, wenn er an die Wand stoßt, soll er sich nicht bewegen. Ja? Schauen wir, jetzt läuft es in die richtige Richtung. Genau. Jetzt kann ich ja durch die Wände durchlaufen noch. Das soll natürlich nicht funktionieren. Und das kann ich natürlich auch noch basteln, indem ich mir einfach so eine Hilfsmethode mache, die einfach checkt, ob irgendwie eine gewisse Position, an die ich hin will, ob das eine Wand ist. Also bool is wall, nenne ich die Methode. Und die Methode bekommt einfach mit eine Position in dem Sinne. Und dann checke ich mal, ob das Ganze eben eine Mauer ist oder nicht. Das ist eigentlich so die Idee dahinter. Und da muss ich einfach dann nachschauen, ob an der Position eben in meinem Layer-Feld so eine Wandgrafik ist oder nicht. Also gut, das heißt, is wall ist die Methode, die ich habe. Und die bekommt eben jetzt mit eine Position int xp, int yp. Genau. Und hier drinnen schaue ich mal nach. Ne? Das heißt, die Map habe ich ja hier. Ne? Das heißt, diese Tiles in meinem Tiles-Editor, was ich geladen habe in meine Variable Tiles. Punkt Map. Das ist die Map. Da muss ich sagen, welche Layer. Ne? Das heißt, ich muss natürlich gucken auf meinem Tiled-Editor, welcher Layer. Und das ist natürlich der Maze-Layer hier, der hier. Auf dem schaue ich nach. Layers, das ist quasi der nullte Layer, also der unterste. Und dann kann ich wirklich sagen, Punkt Tiles. Das war vorher ein bisschen komplizierter, jetzt ist es einfacher. Ich sage einfach, welche Zeile, ja, also das heißt, in welche Zeile bin ich in der Y-Position quasi. Und dann welche Spalte. Also zweidimensionales Array, wie man sieht. XP. Genau. Jetzt quasi kann ich dazugreifen auf den einzelnen Teil. Und jetzt, wenn ich hier Punkt mache, dann kommt hier, was kann ich da nehmen? Teil-ID zum Beispiel. Das ist quasi die Nummer. Und das sehe ich ja auch jetzt, wenn ich nochmal in meine Grafiken gehe hier, dass die ersten 1, 2, 3, die sind quasi Grund, auf denen kann ich laufen,
Und dann soll es eben stoppen. Das andere ist quasi dann irgendwas, wo es erstmal nicht durchlaufen kann. Das sind quasi alles, auch das hier, das sind quasi alles Dinge, die Hindernisse sind. Also Wände im Wesentlichen. Alles Wände hier. Also ich muss einfach schauen, ob die Teil-ID größer als 3 ist. Und wenn es der Fall ist, dann ist es eine Mauer. Okay, das heißt, ich gehe hier Teil-ID größer 3. Und das war es eigentlich schon. Das gebe ich mit Return zurück. Das ist ja im Prinzip die boolsche Funktion, die ich brauche. Und dann ist es eine Mauer. Ne? Also das heißt, das ist vielleicht auch so ein gutes Vorgehen bei dem ganzen Entwickeln, dass man sagt, man versucht das Ganze eben sich dem Problem zu nähern, indem ich jetzt einfach mal schon mal eine Hilfsmethode mache, die entscheiden kann, ob das eine Mauer ist oder nicht. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, ich weiß jetzt, ob was eine Mauer ist, und dann kann ich eben abhängig davon hier, wenn er jetzt die Richtung rechts hat, soll er eigentlich dann nur laufen, wenn er eben quasi das können wir auch hier machen, da weiter oben, weil am Anfang ist ja das vielleicht auf nichts, das heißt, die Direction ist ja am Anfang keine. Er soll quasi nicht laufen, wenn er in einer Mauer ist. Am Anfang ist er das None und dann sage ich hier, if dx größer 0. Und dann könnte ich das entweder hier mit und reinmachen. Genau, das könnte man quasi hier machen und könnte sagen, und not is wall. Und dann dahin, wo ich laufen will. Ne? Das heißt, bei left muss ich sagen, wenn er nach links in die quasi eine Position weniger, ne? X-Pos minus 1, Y-Pos. Genau, also wenn das keine Mauer ist, dann lauf nach rechts. Und weil ich das ja bei dem Right auch machen will, mit dem Else, könnte man jetzt hier auch ein If reinmachen. Ne? Ich könnte jetzt sagen, Else, If. Ich könnte es aber auch einfach, vielleicht weil das, ich bin ja immer Freund von, dass das irgendwie schön klar ist. Ich mache das jetzt hier nochmal als zweites If einfach rein. If. Not is wall, machen wir es so, dann wird's left. Ja. Und das Ganze kann ich natürlich jetzt hier bei dem right auch machen. Da machen wir dann eben plus 1. Genau, und dann machen wir das Ganze natürlich nach unten, nach oben auch so. Genau, das heißt hier bei down. Das ist auch plus 1 und zwar Y. Und bei up ist es einfach Y plus minus 1. Genau. So. Speichern müsste sogar mit dem Hot Reload funktionieren. Und tatsächlich, wie man sieht, geht er nicht mehr durch die Mauern durch. Also man sieht hier, dass ich klicke, indem hier da die Meldungen noch kommen. Aber ich kann jetzt hier quasi da, wo keine Mauern sind, durchlaufen. Und dann bleibt er eben, na, was ist jetzt hier? Da geht er durch. Bei ab. Na, was hat er jetzt hier? Also im Wesentlichen funktioniert es, aber irgendwie bei dem Y funktioniert es jetzt irgendwie gerade nicht.
Moment. Left, right, up, down. Mal kurz stoppen. So, also eigentlich sollte das funktionieren. Ich habe jetzt dann bloß noch eine Möglichkeit, die ich noch zeigen will. Ich kann ja jetzt bei dem Swall vielleicht noch so einen Seiteneffekt mit einbauen, was vielleicht ganz nett wäre. Und zwar hätte ich gern einfach auch die diese Items gesammelt. Das kann ich jetzt einfach bloß einmal der Einfachheit halber da mit reinbauen. Also jetzt geht er auf jeden Fall nicht mehr durch, genau. Ich könnte jetzt hier der Einfachheit halber mit einbauen, dass er die frisst, ne? Und das mache ich einfach so, dass ich sage, Tiles auch wieder Map.Layers, das ist ja dann der nächste Layer, der 1er. Also das liegt da oben drüber. Das war ja im Prinzip da hier die, das hier, das ist der erste Layer, den hier. Da soll er im Prinzip die einzelnen Dinge rauslöschen aus der Map. Das könnte ich jetzt zum Beispiel ganz simpel machen, indem ich sage, okay, Punkt Tiles, wieder XPYP, YPXP, XP, Punkt, diese ID, dann nehme ich die ID, das ist ja im Prinzip die Grafik-ID, die setze ich jetzt einfach auf 0, was ja unsichtbar ist, oder nichts. Und dann muss ich noch das Ganze mir nochmal neu generieren lassen, das ist jetzt auch neu, dass man das quasi immer updaten muss. Generate und dann ist das Ganze, mal schauen, ob er das jetzt auch schon macht. Ja, genau. Und da sieht man schon auch, warum er durchläuft, weil er immer eins zu spät dran ist. Und zwar deswegen, weil ich natürlich auch noch bei dem Render weil er da irgendwie eins zu spät hinten dran ist irgendwie, ne? Da geht's. Genau, das ist immer eins zu spät. Weil ich hier wahrscheinlich irgendwo mich mal vertippt habe. Muss ich mal kurz schauen, ob ich das jetzt so finde. Ansonsten funktioniert es ja im Wesentlichen. Also das ist ja natürlich auch so, dass es immer kleine Fehlerchen gibt bei dem Ganzen. Ich mache auf jeden Fall mal irgend so ein Update. Und zwar, wenn er quasi nicht, das könnte man auch noch machen, damit er auch sich quasi bewegt, den Fuß hin und her setzt. Das ist ja auch, das möchte ich ja auch noch machen. Das mache ich im Prinzip dann hier auch nochmal, dass ich sage, wenn er eben jetzt nicht, wenn er sich bewegt hat, ich sage jetzt if d ungleich dir.nan, dann machen wir folgendes, dann machen wir das Huhn
core.update 1. Also um einen Frame updaten. Da müsste jetzt eigentlich hier, man sieht's, setzt er quasi die Füße so außerhalb. Jetzt ist er da eins zu weit sozusagen, ne? Genau, aber im Prinzip funktioniert es eigentlich, ne? Genau, nochmal neu starten. Er ist bloß quasi immer 1 zu 2 weit gelaufen. Das macht aber jetzt in dem Fall auch nichts. Genau. Im Wesentlichen funktioniert das Ganze ja jetzt. Der läuft jetzt hier nur links, rechts, ist ein kleiner Fehler drin, aber im Wesentlichen war das jetzt so die Idee hinter dem Ganzen, dass ich jetzt quasi das Hühnchen da durchnavigieren kann. Bugs gibt es natürlich immer. Zusammenfassend kann man jetzt eben sagen, okay, was habe ich jetzt alles gemacht? Ich habe ja jetzt hier angefangen jetzt von meinem Tiled Editor diese Map als geladen, und zwar mit diesem zlib Kompression nochmal, kann ich nochmal kurz zeigen. Bei den Map Properties hier muss man das wirklich einstellen, das ist wichtig. Map Properties Base64 zlib compressed, habe das Ganze dann verfügbar gemacht und habe da jetzt aber auch zwei Ordner gemacht. Einmal Images mit den Bildern für die Images, die ich eben laden muss aus dem Paket, und habe das Ganze nochmal für den Tiled Editor hier nochmal reinkopiert. Und die Tiles liegen jetzt hier eben bei Maze TMX zlib komprimiert drinnen. In dem PubSpec YAML habe ich dann das auch verfügbar gemacht, und zwar so, dass die bei Images die Bilder drin liegen, bei Tiles die das Maze. Das ist irgendwie interessanterweise so, dass das sonst schwer ist. Das, also so ist es am leichtesten eben zu machen, dass man die eben extra separat da nochmal reinlegt. Dann habe ich eingebunden eben diese ganzen Libraries, also das heißt das Flame, und das Flame teilt als quasi Erweiterung von dem Flame. Und habe dann, also mit den ganzen Imports, das verfügbar gemacht, habe dann diese Tiles vom Typ Tiled eben geladen, habe dann eben ein Spiel gemacht, habe diese Animationen von dem Huhn quasi auch geladen, mit diesen Sequenzen, mit den zwei Bildern, und bei Update wird immer ein Bild umgeschalten. Ich könnte natürlich ja mehrere Animationsstufen machen, das wäre auch möglich. Habe dann die gezeichnet, ich habe dann quasi das überhaupt den Level gezeichnet, habe dann das Huhn gezeichnet, habe dann das Ganze mit dem Tap-Detektor noch quasi zum Berühren gemacht und habe dann hier bei Tap-Down eben einfach mal das Ganze verändert und habe dann gesagt, okay, ich ändere dann eben das Huhn selber in die Richtung und auch die, also die, wo es hinschaut, die Grafik und dann natürlich die Position auch, und mache einen Animationsschritt dazu. Habe dann noch so eine Hilfsfunktion, da kann ich quasi auf diese Layer von den einzelnen Tiles zugreifen und kann dann sagen, was ist es für einer, und kann das auch verändern und kann bei Generate quasi dann auch das Ganze quasi interaktiv verändern, die Map. Ja, das kann ich auch machen, ist ja auch wichtig. Ja, genau, und also da habe ich ja jetzt relativ viele Möglichkeiten, wenn ich mir das anschaue. Da kann ich natürlich jetzt quasi beliebige Spiele draus basteln. Ne? Das andere ist ja dann nur quasi in Anführungszeichen halt
die Spieleprogrammierung, die natürlich auch relativ komplex sein kann. Aber ich denke mal, das Beispiel sollte zumal genügen, um das Wesentliche von diesem auch Flame und dem Tiled eben zu erklären. Vielleicht nochmal, das Tiled ist ja irgendwie extra. Das Flame ist ja quasi nur dazu da, dass ich so ein Canvas-Objekt habe, auf das ich zeichnen kann. Da habe ich eben, wenn ich von Game erbe, habe ich ja im Prinzip diese Render-Funktion und kriege da dieses Zeichenobjekt und auf das kann ich dann meine Tiles-Erweiterung rendern und diese Sprites. Die Sprites sind quasi bei Flame schon automatisch mit dabei und die kann ich dann da auch rendern. Genau. Und das war im Prinzip so eine kurze Einführung in das Ganze. Was man natürlich noch weitermachen kann, das werde ich natürlich vielleicht dann auch nochmal in einem anderen Video zeigen. Aber das war mal so eine kurze Einführung in das ganze Thema. Ich denke, das genügt jetzt an der Stelle und ja, dann wünsche ich frohes Basteln mit dem Ganzen und viel Spaß damit. Genau.